Hallo liebe Golfer, mein Name ist Klaus Kobold. Je m'appelle Eva Gili. Soyana. Mein Name ist Jörg Schlockermann. Ich bin Sara Koskova. Mein Name ist Sandra Salonen. Ich bin Alexandra Försterling. Ja, mein Anna Backmann. Mein Name ist Eike Schulz-Hans. Und ich freue mich auf den Ping Junior Solheim Cup. La Ping Junior Solheim Cup. Ich war la Ping Junior Solheim Cup. Junior Ping Solheim Cup. Ich freue mich ganz besonders auf den Ping Junior Solheim Cup. Ja, wir alle sind in la Ping Junior Solheim Cup. Ich freue mich riesig auf den Ping Junior Solheim Cup im September in St. Leonroth. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Drive TV, unter anderem mit diesen Themen. Kämpfen für Europa. Leonie Hahn vertritt die deutschen Farben beim Ping Junior Solheim Cup. Coachen für Europa. Sebastian Rühl betreut das Team Europa beim Ping Junior Solheim Cup und Schreien für Europa. Beim Schuh Solheim Cup greifen mehr als 5000 Mädchen und Jungen erstmalig zum Schläger. Beginnen wollen wir mit Leonie Hahn, die hier beim Ping Junior Solheim Cup in St. Leonroth ein echtes Heimspiel feiert. Den richtigen Drive hat sie schon. Im offiziellen Tourcard des europäischen Solheim Cup Teams macht Leonie Hahn eine gute Figur. Die Lokalmatadorin freut sich riesig auf das wohl größte Event ihrer noch jungen Karriere. Seit 3 Jahren ist es so mein größtes Golfziel gewesen, eben in diesem Jahr zu den besten 12 Mädchen Europas zu gehören. Und das habe ich jetzt geschafft. Und ich versuche einfach jeden Moment dieses Turniers maximal zu genießen. Dazu gehört auch, den Platz und die Grüns bewusst wahrzunehmen. 1. Mai hat sie hier die German Girls souverän gewonnen. Und schon damals war das Zuschauerinteresse sehr groß. In diesem Jahr rechnet der Veranstalter am ersten Tag allein mit 1500 Kindern und Jugendlichen. Viele Schulen in der Umgebung haben eben schulfrei bekommen an dem Dienstag vom den Einzelnen vom Junior Solheim Cup und werden eben mit Bussen hierher gefahren. Das heißt, es werden auch einige Leute da sein, die zuschauen werden. Und es ist natürlich immer toll, vor großem Publikum zu spielen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, auf die ich mich sehr freue. Vielleicht hilft der Heimvorteil, Leonie und ihrem Team ja erstmals seit 2007 die Trophäe wieder nach Europa zu holen. Falls es gelingt, wüsste die Abiturientin schon, wo die Party abgeht. St. Leonroth Downtown, nein. Ich denke, Heidelberg ist immer ganz gut zum Feiern. Ihre Fans hat sie jedenfalls schon auf ihrer Seite. Und die würden sich über einen Sieg ihrer Clubkollegin ganz besonders freuen. Neben Leonie Hahn wird ein weiterer Deutscher im europäischen Team stehen. Und zwar Sebastian Rühl, Mädchenbundestrainer im Deutschen Golfverband. Er steht Iben Tinning zur Seite. Und worauf er sich am meisten freut, das haben wir ihn in luftiger Höhe gefragt. Er möchte hoch hinaus. Sebastian Rühl, Mädchen-Nationaltrainer des Deutschen Golfverbandes. In diesem Jahr ist er auch Vizekapitän des europäischen Ping Junior Solheim Cup Teams. Über den Grüns des Golfclubs St. Leonroth ist ihm die Vorfreude auf den Kontinentalwettkampf anzumerken. Du hast mit den besten Spielern aus Europa zu tun, die absolute Elite aus den USA, und die gegeneinander in einem Matchplay coachen zu dürfen. Das ist schon was ganz Besonderes. Das wohl wichtigste Damen-Golf-Event der Welt findet zum ersten Mal in Deutschland statt. Ebenfalls eine Premiere. Die Juniorinnen spielen auf der gleichen Anlage wie die Proetten. Für Sebastian Rühl und Klaus Kobold, den Präsidenten des Deutschen Golfverbandes, ein echtes Heimspiel. Ich denke, dass es für die Golfentwicklung in Deutschland ein ganz wichtiges Zeichen ist, dass wir auch zeigen können, dass wir solche Golf-Groß-Events stemmen und meistern können. Es wird für die Entwicklung auch insbesondere im Damengolf ein ganz herausragendes Ereignis sein. Ja, dass dieses Turnier nach Deutschland kam, ist natürlich ein Riesenereignis und auch eine Riesenchance fürs deutsche Golf, vor allem natürlich fürs deutsche Damengolf, uns hier bestmöglich zu präsentieren. Die Kulisse beim Ping Junior Solheim Cup wird sich vom Hauptevent nur wenig unterscheiden. Auf dem Platz wird fast genauso viel los sein wie beim Solheim Cup und auch das Partyzelt hier noch im Aufbau wird aus allen Nähten platzen. Beim Ping Junior Solheim Cup erwartet die 1500 Kinder, die wir erwarten, aus verschiedenen Schulen der Region. Ganz spannendes Golfspiel, man kann es selber auch mal ausprobieren. Und bei der Siegesfeier werden wir im großen Zelt mit 1500 Mann 2 Stunden lang eine Party feiern. Das wird richtig Spaß machen. Sebastian Rühl wird dann die Kabine gegen das Podest getauscht haben und mit seinem Mädchen hoffentlich den Pokal präsentieren. Der letzte Sieg eines europäischen Ping Junior Solheim Cup Teams liegt 8 Jahre zurück. Nach dem Ping Junior Solheim Cup beginnt hier in St. Leonroth ja direkt der Solheim Cup. Und alles Wissenswerte zu diesem Turnier erfahrt ihr jetzt kurz und kompakt.
Das wichtigste Damen-Golf-Event des Jahres findet vom 18. bis 20. September im Golfclub St. Leonroth statt. Der Eintritt zum Ping Junior Solheim Cup ist frei. Ansonsten liegen die Ticketpreise zwischen 5 und 65 Euro. Ihr könnt im Internet unter solheimcup.de für alle drei Turniertage noch Karten bekommen und natürlich an den Tageskassen. Wir erwarten zwar 80.000 Zuschauer, aber man wird immer noch reinkommen. Wegen der vielen Zuschauer kann es auf den Zufahrtsstraßen nach St. Leonroth etwas eng werden. Von daher... Wir haben ca. 10.000 Parkplätze hier vor Ort. Allerdings ist es sinnvoll, mit dem Solheim Cup Ticket die kostenfreie Anreise mit der S-Bahn oder den Bussen aus den Verkehrsverbünden Karlsruhe und Heidelberg zu nutzen. Mit dem Solheim Cup wird erstmalig in diesem Jahrhundert in Deutschland wieder Golf im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Wir freuen uns sehr, dass ARD und SWR fast 20 Stunden live den Solheim Cup übertragen. Aber auf jeden Fall kann man den Solheim Cup sehen im Livestream und zwar auf solheimcup.de oder auf sportschau.de. Ebenfalls eine Premiere im Solheim Cup. Mit Caroline Masson und Sandra Gall stehen erstmals zwei Deutsche im Team Europa. Weitere Infos zum Solheim Cup gibt es im Netz unter www.solheimcup.de. Mehr als 80.000 Zuschauer werden hier in St. Leonroth erwartet. Unter anderem kommen auch viele Jugendliche, die beim Schul-Solheim Cup mitgemacht haben. Eine Schule haben wir in Sachsenheim in Baden-Württemberg besucht. Die hauseigenen Trommler hatten eigens einen Schlachtruf entwickelt. Ein würdiger Rahmen für den ersten Schul-Solheim Cup an der Kirbach-Schule in Sachsenheim. Mehr als 100 Mädchen und Jungen gingen an den Start und obwohl die meisten von ihnen noch nie einen Golfschläger in der Hand hatten, der Solheim Cup war ihnen ein Begriff. Also das sind Frauen, einmal USA, wo USA gegen Europa spielt und das haben wir heute gemacht, nur wir Kinder halt. Der Schul-Solheim Cup ist eine Initiative des Deutschen Golfverbandes und dem Projekt Abschlag Schule. Wie hier in Sachsenheim spielten in den letzten vier Wochen in ganz Deutschland knapp 5000 Schülerinnen und Schüler Golf, teilweise zum allerersten Mal. Und die Leidenschaft war schnell entfacht. Am Anfang war es dann wirklich schwierig und hat mir gedacht, oh Mist und so. Und wo man es dann geschafft hat, war es dann eigentlich voll gut. Und dann hat man sich auch gefreut, dass dann andere sich angefeuert haben und war eigentlich voll gut. Bundesweit dokumentierten die Schulen ihr Event mit Fotos und Videos zu sehen auf der Facebook-Seite Deutschland reist zum Solheim Cup. Eine bisher einzigartige Aktion des DGV, die Kinder und Erwachsene zum ersten Mal ganz unkompliziert mit dem Golfsport in Berührung brachte. Gleichzeitig war es eine tolle Werbung für das Event am 18. September in St. Leonroth. Und es war eine tolle Aktion. Kinder hatten viel Freude. Und durch die Fahnen, die da waren, durch die Brüche, die da waren, durch die Trommelgruppe, die da waren, ist einfach so eine positive Stimmung entstanden, die diese Golfaktion dann begleitet haben und unterstützt haben. Und am Ende gab es nur Gewinner. Die Prämie, eine Kugel nach Wahl vom Eis Mario. So sollte eigentlich jedes Golf-Event enden. Wie die Kinder aus Sachsenheim haben uns viele Schulen Videos und Fotos geschickt und dafür schon einmal ganz vielen Dank. Alle Dokumentation findet ihr auf unserer Facebook-Seite Deutschland reist zum Solheim Cup. Wir verabschieden uns jetzt und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ping Junior Solheim Cup und beim Solheim Cup und danach melden wir uns wieder. Bis dahin alles Gute und allseits ein schönes Spiel. Okay.